Damen und Herren, für mich war immer wichtig, dass die Menschen eine Nummer ziehen müssen und sich anstellen müssen und zum Amt marschieren müssen. Mann, das war mir wichtig. Aber es gibt auch Persönlichkeiten, die originelle neue Ideen für die Zukunft entwickelt haben. Terroristische Aktivitäten, Null Toleranz gegenüber Kriminalität. Und aus diesem Anlass habe ich ein Team zusammenberufen, um zu verhindern, dass eine kreative Idee sichtbar wird. Das ist die eine große Transformationsaufgabe, vor der wir jetzt stehen. Aber es gibt eine weitere. Doro Beer. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr und Armin Laschet hat es bewiesen in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen was tun gegen die Befindlichkeiten in diesem Land und genauso wird es auch in ganz Deutschland laufen. Vielleicht auch nicht. Lassen Sie sich überraschen. Ich finde das Team spannend, weil wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, gemeinsam auch 19 Kinder haben, die alle in diesem Team sind. In der Tat, alles ein sehr wichtiges Thema. Wir merken in diesen Tagen, was im Inland derzeit die größte Bedrohung ist. Kreative Ideen, Experten und Expertinnen, die etwas anderes machen, als auch im Grundschulalter gesichert wird. Das ist ein Thema zwischen Bund und Ländern und Karin Prien. Ja, moin. Und deshalb... Ludwig Erhard hat einmal gesagt, Wirtschaft ist nichts. Aber Wirtschafts- und Finanzpolitik hängt eng zusammen. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Lieber Armin Laschet, wir stehen in der Tat vor einer Bundestagswahl 2021. Ich freue mich, dass ich die Themen Wirtschaft und Finanzen, neue wirtschaftliche Dynamik, die Wachstumspotenziale unserer Volkswirtschaft, eine wachsende Wirtschaft, Dynamik in der Volkswirtschaft und solide Staatsfinanzen besetzen darf. Dafür stehe ich auch ganz persönlich ein und dafür stehe ich im Team von Armin Laschet. Dazu gehören aber auch solide Staatsfinanzen. Wachstum und Wohlstand, Stabilität, ausgeglichene Haushalte. Und ich freue mich schon auf diesen Endspurt. Und freue mich vor allem darauf,